Gut. Der ist weg. Warum ist der weg? Hä? Was geht mit den Leuten hier? Manche von denen sind irgendwie komisch. Manche von denen sind irgendwie komisch. Die Frage ist, gehe ich jetzt erst da lang oder gehe ich erst da unten lang? Weil da unten geht es ja auch noch irgendwo hin. Scheinbar. Ich gehe erstmal hier oben lang. Blöde Frage, ne? Ich geh mal hier rüber. Da ist auf jeden Fall einer. Ich möchte versuchen, nicht mehrere von denen zu kriegen, wenn es geht. Oh oh. Au. Hat leider nicht so gut funktioniert, glaube ich. Tschüss. Da kannst du bleiben, wenn du willst. Oh oh. Kommt der hier hoch? Nee. Jetzt fällt er ganz runter. Pech gehabt, dann nischt. Ich saufe mir gerade ein und dann kommt hier gleich der nächste, ne? Da oben ist nämlich der andere. Eine Sonnenfinsternis, guck mal. Ich kann die scheinbar nicht so richtig mit... Da! Holy shit. Ich kann die zumindest offensichtlich nicht... Da! Ist da, ich glaube, da ist noch einer, oder? Nee, ich dachte gerade. Oh oh. Ich kann die zumindest nicht irgendwie zurückweichen lassen, wenn ich drauf haue. Das ist ein bisschen nervig. Das funktioniert nicht. Die haben zu viel Haltungsbonus. Geh hin, schieß mich tot. Das heißt, das funktioniert offenbar nicht. Ich guck mal ein bisschen immer nach oben. Da geht's offensichtlich rein. Okay, hier ist aber ist ja auch nochmal irgendwo Loot gewesen. Ich dachte nämlich, das vorhin gesehen zu haben, als ich gestorben bin. Scheint aber tatsächlich nicht der Fall zu sein, ne? Das ist nur der Weg da rein. Und ich glaube, mehr ist ja auch nicht. Das ist mehr was Optionales hier, dieser Teil. Hüpf. Hallo. Nein, au, 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 au. Nicht gut, nicht sehr freundlich, böse. Böse, böse, böse. Moment, bevor ich das mache, werde ich mir erstmal eine Heilung geben und hier außen nochmal lang gehen, weil da drinnen erwarte ich irgendwie wieder, dass da komische Hände sind, die mich begrabbeln. Und dass ich da unter Umständen dann sogar sterben kann. Ich habe schon wieder 50.000 Erfahrungen, ne? Holy crap, plötzlich gibt es hier Erfahrung wie Sau. Wer macht denn hier die ganze Zeit diese Töne? Lebt der noch? Ein Kristallsplitter, ein Knochensplitter, meine ich. Cool. Und da oben geht es sogar weiter lang. Also irgendwo hin. Weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, den ich hier gerade gehe, aber... Hier kann ich erstmal meinen Kopf noch irgendwo reinstecken. Plup! Da oben geht es lang. Alter. Das ist schon noch ziemlich groß hier, ne? Oh, da hängt ein komischer Typ im Gebälk. Und hier geht's raus. Die Frage ist, was ist hier draußen? Vorsicht vor Trio. Oh toll, klingt schon super. Höhle voraus. Hier oder was? Da vorne sind irgendwelche komischen Dudes. Die sehe ich. Das gefällt mir auch nicht besonders. Ich gehe erstmal hier drinnen weiter. Vorsicht vor Hinterhalt. Ja, ja. Hier sind irgendwo Dudes. Also da vorne sind zum Beispiel Dudes. Die da. Aber ich nehme irgendwie an, dass hier noch mehr sind oder so. Hallo. Jo. Jo, 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 jo. Ist noch einer hinter mir? Nee, ich sehe keinen tatsächlich. Was haben wir hier? Ein voraus. Wo? Hier so? Nee. Der da? Oder was? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwas gehört. Ich habe einfach erstmal nach hinter mir geschlagen. Oh oh. Shit. Shit. Ich komme hier nicht. Ich komme da nicht lang. Ich möchte gerade einen saufen. Saufen! Den kann ich nämlich ein bisschen zurückschlagen und dann geht das auch. Gibt es wieder Rittergamaschen für? Die kann ich theoretisch verkaufen alle mal irgendwann bei Zeiten. Hier geht es auch wieder raus und hier ist sonst nichts oder was.
ein bisschen so aus. Hier geht es auf jeden Fall raus und irgendwo hin. Ah! Hier konnte ich von oben irgendwie hinspringen vorhin, ne? Und genau, von da. Perfekt. Das ist also ein Weg, der gerade nicht so wichtig ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann blicke ich da schon mal durch. Da hinten geht es dann rechts weiter. Es gibt aber noch den anderen Weg, den ich da hinten gehen kann. Also draußen, wo ich irgendwie so komisch runterhüpfen konnte, zu diesen Krähen-Dingern. Hier soll irgendein komisches Trio sein. Das ist die Frage, wie mache ich das oder was mache ich da? Erstmal stehe ich den Kopf nochmal hier rein. Ich glaube, ich gehe nämlich da unten nochmal lang. Ich glaube, ich gehe erst nochmal raus, weil da muss ich die Gargoyles nicht nochmal töten. Die sind nämlich noch tot. Das ist gut, denke ich. Ich glaube, das lohnt sich, wenn wir das jetzt erst machen. Dafür ist übrigens das Ding oben, damit ich nicht direkt gefressen werde, wenn ich runterkomme. Und diese Magier hier, die muss ich auch nicht nochmal verhauen. Also ich habe ja jetzt den Weg da frei. Das ist ja ganz schön eigentlich. So, pass auf. Wenn ich jetzt hier nämlich lang gehe, ich hüpfe hier einfach mal. Ich brauche die Leiter gerade nicht. Dann hier irgendwo, nee, hier nicht. Noch einen weiter. Oh, da ist ein Viech. Da ist ein Viech. Bringt es um. Bringt das Viech um. Pam. Pam. Ich weiß nicht, wo es plötzlich herkam. Oder warum es noch da war, aber es war da. Oh, da ist noch so ein Ding. Das sind die beiden Dinger von oben, ne? Krass. Okay, dann habe ich die jetzt wohl. Hier kann ich nämlich noch hinhüpfen. Und ich weiß nicht, wo ich hier genau bin. Aber ich komme da theoretisch irgendwie runter und hin und überhaupt. Die Frage ist, von wo am besten? Ich glaube, es wäre wahrscheinlich clever, hier hin zu hüpfen. Dann sehen die mich nämlich nicht direkt und ich kann mich erst nochmal heilen, bevor irgendwas passiert. Da ist auch nochmal irgendwas. Weil es irgendwie aussieht, als wäre das nicht wirklich wichtig oder sinnvoll, was auch immer da ist. So. Was sind solche komischen Viechers? Geh da mal hin. Versuch mal, die zu verhauen. Weg, 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 weg. Das sind sehr viele. Das sind sehr, sehr viele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au! Die machen halt auch eine ganze Menge Schaden, wenn sie denn da treffen. Puh. Da sind noch mehr davon. Da ist halt auch noch das komische Magiergerät von denen. Das finde ich aber tatsächlich gerade nicht so schlimm. Wenn ich ehrlich bin, finde ich wieder schlimmer. Es reicht nicht ganz. Ah, shit. Da ist noch so ein Ding, da ist noch so ein Ding. Ah! Einer ist tot, der andere, den kriege ich auch mit einer. Aha, sehr schön. Puh. Drecksviecher, ne? Nicht schön, die Dinger. Die Frage ist, wo bin ich jetzt hier und wo komme ich hier hin? Da ist irgendwas draußen und hier ist... Aha. Ich stehe halt irgendwo so ganz, ganz außen auf der... Ich will gerade nicht sagen, guck mal, weil das nicht wahr. Auf dem Dach halt... Keine Ahnung, wo das hier hinführen soll. Aber ich habe teilweise das Gefühl, nirgends. Ich habe hier einfach, hier ist halt einfach was. Aber nichts Interessantes. Hier gibt es keinen Loot oder so. Nix. Ich meine, von hier ist die Aussicht unglaublich geil. Holy crap, ne? Aber ansonsten ist hier scheinbar auch nichts. Also zumindest auf diesem Außending gerade nicht. Da gibt es Stuff. Ups, ohne zu sterben, ein hohler Edelstein. Was ist denn jetzt kaputt? Und was ist hier? Oh, denn... Aha, ah, oh, ah, ah, oh, oh, ah, oh. Okay, hier bin ich. Hier ist noch ein Titanitbrocken und dann kann ich da theoretisch auch nur wieder zurück, ne? Aber, pass auf. Nö. Oder? Wie viel... Ja, ich hab noch Flasks. Ich hab noch eine Menge Flasks. Ich glaube, ich... Aber die Erfahrung. Nee, die Erfahrung. Nein. Nope. 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 Ich weiß, ich mache das oft. Es tut mir leid, aber so kriegen wir die Erfahrung. Die wir, denke ich, brauchen. Gib mir mal einen Aufstieg hier, bitte. Für mehr Stärke. Ja, macht Sinn. Mehr Stärke ist immer gut. Und pass auf, was ich dann noch gerne machen möchte mal... ist den Knochensplitter verbrennen. Pam, für bessere Flasks. Ich glaube, wir wären jetzt fast bei vollen Flasks. Ne? Wir haben Stufe 10. Aber ich glaube, wir haben irgendwo zwischenzeitlich mal was verpeilt. So, ich werde mal ein paar Waffen wegtun hier. Genau, das war nämlich auch noch ein Plan.
Das Sonnenlichtschwert, bla bla bla. Ich tue jetzt einfach erstmal alles weg, was ich sowieso gerade nicht trage. Irgendwann muss ich mal noch gucken. Also fast alles hier. Moment, das Schwert weiß ich auch nicht, warum ich das noch hatte. So. So. Ich hatte irgendwann mal hier einen von den Schilden. Ich glaube, das Drachenwappenschild hatte ich mir irgendwie mal gegönnt mitzunehmen. So, der ganze andere Kram kommt erstmal weg. Ich werde mich irgendwann mal noch damit beschäftigen, ob ich vielleicht eine bessere Rüstung tragen kann. Sinnvoll. Sinnvoll eine bessere Rüstung tragen. Gut. So, dann. Großes Archiv. Das ist schon echt krass riesig, der ganze Kram hier, ne? Mit dem Archiv und so. Heftig. Jetzt muss ich natürlich wieder ganz da oben hinlaufen. Ja gut, ist halt so. Wobei, stimmt gar nicht. Ich kann jetzt diese komische Leiter auf der Seite benutzen. Haha. Aha. Pass auf. Pass auf. Ich glaube, ich muss mich nicht durch so viel durchprügeln. Durch die armen Viecher muss ich mich nochmal durchprügeln. Pam, pam. Pam, pam. Wir brauchen übrigens immer noch zwei Schläge. Finde ich nicht gut. Dann kommen wir hier lang. Dann fahren wir hier wieder hoch. Der Fahrstuhl ist da, weil wir das ja sinnvoll gemacht haben. Das mache ich jetzt auch nochmal wieder so. Nehmen wir in der Zwischenzeit einen Schluck Kaffee. Das tut gut. So, dann gehen wir hier wieder lang. Plöpp. So, dass das wieder funktioniert. Dann müssen wir wieder da hoch. So. So, so, so. Hier sind wieder die Viecher. Die Typen, die ich nicht mag. Oh Gott. 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 Stirb. Stirb. Stirb, du Drecksviech. Mich wieder eine Flasche gekostet. War doof. Merke ich selber. Tja. Der Typ da, da habe ich natürlich Probleme, weil hier überall die Hände sind. Aber da kann ich gerade auch nicht so richtig viel gegen machen. Warum bin ich so furchtbar langsam? Ich komme hier nicht wieder raus. What the freaking what? Hilfe! Was war das denn? Ich konnte mich kaum noch bewegen. Okay. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich gehe da nochmal wieder hin. Wenn wir natürlich meine Erfahrung wieder haben. Ich glaube, ich muss mir da doch nochmal ein bisschen Wachs holen, bevor ich da hingehe. Holy crap. Am. Am. Du auch, komm. Am. Am. Vielleicht soll ich auch einfach mal hier den benutzen. Ich habe ja noch den aufladbaren Schlag und so. Den benutze ich irgendwie nie. Ich benutze sowieso irgendwie nie den starken Schlag, sondern immer den schwachen, weil der schneller ist und ich damit besser zurechtkomme irgendwie. Vielleicht sollte ich da auch mal was gegen tun. Ein bisschen Kampf üben und so. Moment. Ja, wir wollten uns erst hier komischen Wachs besorgen. Holy shit, das war close. Da gibt's den Wachs. Da will ich hin. Sind theoretisch erstmal nur die zwei. Nicht? Au! Sie haben mich tatsächlich, oder der hat mich tatsächlich gerade getroffen, ne? Dieses Viech. Und dann haben wir noch den da unten. Dammit. Alter, der ist über mich drüber gesprungen. Mistvieh, ey. So. Blub. Blub. Und dann gehen wir da wieder hoch. La la la. Der da war das, ne? Gerade. Aber wenn ich einfach da lang sprinte, geht das. Irgendwas ist hinter mir kaputt gegangen. Aber das geht. Das ist nicht so schlimm. Immer mal gerade hier eine Heilung an. So. Es ist da hoffentlich wieder, genau, der Typ ist direkt geradeaus, das ist gut. Ja. Nein, hör auf damit. Geh weg, stirb. Sehr gut. Ach, hier kann ich einen Moment warten, dann ist da nämlich gleich noch der andere, da hinten der. Da ist er. Am, am, am. Und dann habe ich da ist noch einer drin. Den verhaue ich auch noch. Ah, ah. Ich habe das Gefühl, einen Schlag brauche ich weniger inzwischen für die als ganz am Anfang. Viel ist es nicht, aber immerhin. Der wird jetzt auf mich schießen, das finde ich nicht gut, aber da kann ich recht wenig gegen tun, glaube ich.
Doch nicht. Das passt alles. Pam! Mist, ich komme da nicht durch. Das ist natürlich doof. Kann den Stuhl nicht kaputt schlagen, weil da ein armer Mensch drauf liegt. Steht. Sitzt. Gut, jetzt muss ich hier lang. Ich stopp nochmal meinen Kopf ins Wachs. Blöp. Typen da rechts sind mir egal. Ich muss jetzt scheinbar hier lang, ne? Ich hab 42.000 Erfahrung. Cool. Cool. Wo ist das Trio, von dem hier geredet wird? Wo ist es wohl? Da nicht. Ich habe das Gefühl, sobald ich hier drauf latsche, kriege ich voll auf die Fresse. Irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen. Da oben. Ah, da oben sind Leute. I see. Hallo. Was ist das? Hier ist eine Wachsstatue. Da gibt es erstmal. Oh Gott, das sind echt drei Dudes, ne? Die kommen bestimmt wahrscheinlich echt alle gleichzeitig. Shit, und das eine ist auch noch so ein komischer Kleriker. Sehr fein voraus, das glaube ich. Das glaube ich, dass die nicht lustig sind. Der Kleriker da hinten ist problematisch, warte mal. Schießt ihm jetzt ins Gesicht. Am. Okay. Warte. Warte. Hallo. Hallo. Nicht? Oh. Jetzt kommt er. Aber der ist alleine gerade. Irgendwas habe ich richtig gemacht. Oh Gott, der hat einen Bogen. Er hat einen Bogen. Macht ihn weg, er hat einen Bogen. Warum hat er einen Bogen? Ihr seid doof. Ja, komm her, komm her. Oh shit. Oh, warum schießt er so schnell? Oh, jetzt kommt der Kleriker Magier. Oh shit, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie, glaube ich, alle. Au. Alter Schwede. Es ist ein Magier-Dude. Es ist ein Magier-Dude. Es ist ein Magier-Dude. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Hilfe. Oh shit. Oh crap. Nein. Nein. Holy crap. Holy crap. Holy crap. Aua. Au. Nicht. Alter, die haben Flasks. Holy shit, die haben Flasks. Einer weniger. Schnell eine Flask. Ich habe das Gefühl, die kommen nicht nochmal wieder. Wenn ich die einmal tot habe, dann war es das für die, glaube ich. Au. Shit. Er ist runtergefallen. Ich glaube, er ist gestorben. Nein! Wow. Alter. Die mich gerade abgeblockt und trotzdem... What? Was ist das denn für ein Quark? Stab des Kristallweisen. Moment, einmal erstmal den Kopf da reinstecken. Also ich glaube, die kommen nicht nochmal wieder. Die haben eine Menge Erfahrung gegeben übrigens. Onigiri und Ubadashi, ne, meinetwegen. Der andere hat wahrscheinlich seine Axt fallen lassen, ne? Weil hier unten lag auch nochmal Loot. Plup. Nee, ein Goldschwingen-Wappenschild. Das klingt erstmal ziemlich geil. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber alles nicht irgendwie nach was ich benutzen sollte, könnte, dürfte, müsste. Boah, die Erfahrung. Ich will die Erfahrung eigentlich behalten. Shit. Ich würde mich am liebsten wieder direkt zurück teleportieren, aber nee, das kann ich nicht normal machen. Das mache ich die ganze Zeit schon immer hier. Der sieht auch irgendwie leicht gepiesackt aus, der arme Mann da. Der arme Statue. Achso, okay. Das ist einfach nur ein Weg zurück. Was ist hier hinten? Ich möchte anmerken, dass ich die gerade... Ich hätte sie fast gecheased. Dann habe ich einmal auf einen draufgeschossen, weil ich glaube, ja, mal gucken, was passiert. Hat er schon mal ein bisschen Schaden genommen? Und dann kamen die ganz komisch. Ich glaube, das hat mich schon ein bisschen gerettet gerade. Oh, toll. Hier geht's scheinbar mehr oder weniger... Bitte sag mir, das wäre geil jetzt. Das wäre richtig gut jetzt. Ich glaube, das ist der mich zum Leuchtfeuer bringt. Zum letzten.
Jo. Okay, wieder zurück zum Feuerbahnschrein. Es tut mir leid, aber Erfahrung. Ich kann ihn nicht einfach die ganze Zeit liegen lassen. Das geht so nicht. Wir haben 70.000 Schieß mich tot. Da kann ich zweimal mit aufsteigen, wenn ich noch ein paar Seelen ausgebe vielleicht. 52.000. Ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege. Ich schaue mal. Ja. Verkaufen. Was haben wir denn da noch so Schönes? Wir haben noch eine für 20.000. Dann haben wir noch eine für 8.000. Und dann genügt das. Wieder nichts mehr, aber nicht schlimm. Dafür haben wir nochmal Stärke erhöht. Noch ein weiteres Mal sind wir bei 45. So, und Stufe 94. Es geht auf Stufe 100. Es geht gerade tatsächlich auf Stufe 100 zu. Großes Archiv. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, es geht langsam auf das Ende insgesamt zu, ne? Wenn ich mir das so anschaue. Es wirkt so, als komme ich immer näher dem komischen, der komischen großen Burg ganz oben, wo ich wahrscheinlich hin möchte, um irgendeinen komischen König, Prinz, was auch immer zu töten, wie es meistens bisher der Fall war. Das ist übrigens wieder gar nicht so blöd gemacht hier, ne, mit dem Weg zurück. Dann braucht es weniger Leuchtfeuer. Man muss nicht immer irgendwelche Leuchtfeuer irgendwo hin platzieren, um irgendwie quasi Save Points zu geben. Wo geht's denn hier hin? Das hier sieht wie ein optionaler Weg aus. Das ist erstmal sehr rund hier. Oh. Ein Dach. Da oben sind Viecher drauf und da oben scheint es Loot zu geben. Ich gehe erstmal einmal hier ganz rum. Das sieht sehr, sehr optional aus. Und das da sieht tatsächlich wie eine Art Finale aus. Holy crap, sind das da Gegner? Nee, das sind so Barrikaden. Das sieht aber aus, als würde da ein Boss kommen oder sowas. Also spätestens da drin. Da drin wird, also das sieht total nach Endboss aus da. Muss ich ja mal so sagen, da sieht es aus, als kommen da gleich zwei von den komischen Gargoyle-Viechern runter. Das finde ich auch nicht so toll, aber... Was will man machen? Sind das... Die sehen aus wie Engel. What the freaking what? Kann ich die von hier unten wieder anschießen und verbacken die lustig? Ich glaube, ich möchte das jetzt versuchen. Einfach nur so, weil. Oh, ich komme nicht so hoch. Dammit. Dann nicht. Kann ich so hoch zielen. Oh. Er kommt da gleich runter und wird mich voll vermöbeln. Nicht? Ich hätte erwartet, dass die hier hinkommen zumindest. Oh oh. Oh oh, ich glaube, sie sind zu zweit. Unten wird benötigt. Aha. Oh oh, die stehen da echt beide rum, ne? Ich habe Angst vor denen, ich will die nicht. Wo geht's denn hier hin? Oh, da gibt es Loot drin. Warte mal, ich gucke mich erst noch ganz kurz um, ob hier sonst noch irgendwas ist. Wie komme ich jetzt hier rein? Ah, guck mal. Was zur Hölle? Göttliche Säule des Lichts. Aha. Das klingt wie ein komischer Zauber. Also halt ein Holy Crap Zauber. Erzeugt irgendwie mehrere Lichtstrahlen. Okay. Die Frage ist... Oh, da vorne ist erstmal noch mehr Loot. Das ist schön. Weiß nur nicht, wie ich hier wieder runterkomme. Ein gesegneter Edelstein. Guck sich das mal einer an. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt immer so... Immer ein kleines bisschen weiter rund... Oh Gott, was ist das denn für einer? Der gefällt mir nicht. Oh shit. Oh oh. Hehe. Stirb. I guess. Dann Leiter zum Runterklettern oder? Ja.
Sie ist komplett zum. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Es sieht nicht so aus. Die Frage ist, wo komme ich hin, wenn ich hier. Hä? Die Leiter muss es doch schon die ganze Zeit irgendwie gegeben haben, oder nicht? Okay. Bitte sei keine Mimik. Keine von beiden. Dankeschön. Was haben wir hier? Göttlicher Segen. Cool, cool, cool. Und Funkeltitan. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Da ist irgendwas kaputt. Bin ich? Aha, ich bin jetzt auf der anderen Seite hiervon. Und hier komme ich wieder rein. Ah, cool. Schon irgendwie sehr cool gemacht hier. Der Teil. Da vorne war ich auch schon. Warte mal. Okay, dann pass auf.